Hallo meine Lieben, heute gibt es endlich meinen Monatsrückblick für den Juli 2020 für euch. Und zwar habe ich im Juli 13 Bücher gelesen. Das macht insgesamt 6.521 Seiten, was ungefähr 210 Seiten pro Tag sind. Und die Durchschnittsbewertung waren bei 4,5. Ja, also es war ein recht erfolgreicher Juli bei mir gewesen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir auch schon an. Und zwar habe ich ja eine neue Reihe angefangen, und zwar die Säulen der Erde. Das ist der erste, aber die Reihe heißt, glaube ich, Kingsbridge-Reihe. Kingsbridge? Ja, irgend sowas war's. Müsste Kingsbridge gewesen sein, und dieses Büchlein hat 1151 Seiten, und ja, also hat von mir 5 Sterne bekommen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut am besten in den Rezensionsvideos nach, da erzähle ich euch auch mehr zu den Inhalten. Danach habe ich gelesen gehabt, weil ich dachte mir, ja, jetzt hast du eine neue Reihe angefangen, jetzt musst du ja auch eine beenden, und dann habe ich Redwood Dreams, den 5. Band und damit auch das Finale sozusagen gelesen gehabt mit 300 Seiten und hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ja, war sehr süß, und ja, wie gesagt, mehr zum Inhalt erfahrt ihr in den Rezensionen. Danach habe ich Eat, Pray, Love gelesen mit 480 Seiten und es hat von mir ganze 5 Sterne bekommen. 4,5 Sterne, doch 4,5 Sterne. Und ja, also ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann ich es schaffen werde, aber irgendwann wird es schon passieren. Und ja, war riesig begeistert davon. Wie gesagt, ich glaube, alle Videos sind inzwischen auch online zu den einzelnen Büchern. Danach habe ich, weil ich will, liebe doch so. Das ist der 2. Band. Ich weiß, es gibt noch einen 3. Band, aber für mich ist hiermit diese Reihe beendet, weil es ist alles drinne vorgekommen und der Plot, der am Anfang sozusagen am Ende vom 1. Band war, ist hier sozusagen verarbeitet worden, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was noch im 3. Band irgendwie irgendwas sein soll, vielleicht nochmal Perspektivwechsel aus anderen Sichtweisen, ich weiß es nicht, aber von der Story her bin ich mit dem vollkommen zufrieden. Und ja, dieses Büchlein hat 368 Seiten und hat von mir auch 4 Sterne bekommen. Ja, ganz, ganz solide, ganz gut, also es darf bleiben auf jeden Fall, aber... Dann habe ich die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry gelesen gehabt, hat von mir 5 Sterne bekommen mit 378 Seiten. Und ja, war sehr, sehr positiv überrascht davon, und ich bin mega happy, es gelesen zu haben. Dann habe ich gelesen gehabt den 5. Band der Chicago Stars Reihe, jetzt habe ich es, verliebt, verrückt, verheiratet mit 476 Seiten und hat von mir, ja, 3,5 Sterne bekommen. Ja, also ich habe die Reihe jetzt eh komplett durcheinander gelesen, also ich habe mich jetzt eh, sage ich jetzt mal schon, was einige Charaktere betrifft, gespoilert, aber nichtsdestotrotz werde ich auch irgendwann mal den 1. Band lesen und mal gucken, wann das sein wird. Dann habe ich ein Rezi-Hörbuch gehört, nämlich Whisper Network, hat von mir 4 Sterne bekommen. Das Buch hätte 480 Seiten. Das habe ich mir notiert, weil viele diesbezüglich halt immer fragen, wie viele Seiten halt das Buch hätte, wenn ich halt ein Hörbuch bekomme. Und ja, habe ich mir aufgeschrieben, das Hörbuch hat 9 Stunden und 40 Minuten. Und ja, wie gesagt, die Rezension ist dazu auch schon online. Dann habe ich offiziell noch eine Reihe beendet, nämlich den 4. und finalen Band der Farbseher-Saga.
Die sagen der Allerburg, ich weiß, es sind sieben geplant, aber die drei sozusagen, die jetzt danach kommen, sind Spin-off, weil es spielt 4 Jahre später. Und dieses Büchlein hat 339 Seiten und hat ganze 5 Sterne von mir bekommen. Ich bin jetzt natürlich mega gespannt, wie es mit dem fünften Band, den habe ich ja auch schon da, weitergeht. Der sechste wird erst jetzt dieses Jahr noch veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es 4 Jahre später mit Like und Co. weitergeht und was da Spannendes passiert. Dann habe ich noch den vierten Band der Dragon Fortune Reihe gelesen gehabt mit 138 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Genau, 4 Sterne, ja. Warum 4 Sterne, erfahrt ihr in meiner Rezension. Dann habe ich ja, ein etwas dickeres Büchlein mal wieder gelesen gehabt, nämlich Wolkenschloss, auch mal in Einzelband, weil ich dachte mir, ganzen Reihen, Fortsetzungen und so, ja, die wahrscheinliche Pilgerreise von Harrison Ford war ja auch ein Einzelband, genauso wie Eat, Pray, Love und Whisper Network auch. Aber sonst, ja, habe ich nur Reihen fortgesetzt oder beendet. Und dieses Büchlein hat 441 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Mehr muss ich, glaube ich, dazu auch nicht mehr sagen. Und dann kommen wir zu den letzten drei Büchern. Und zwar habe ich natürlich noch eine Reihe beendet, und zwar die Luna-Chroniken. Der vierte und finale Band mit 843 Seiten hat 5 Sterne von mir bekommen. Es ist diesmal in 5 Abschnitte eingeteilt, sonst waren es immer 3 oder 4 Abschnitte, diesmal sind es 5 Abschnitte. Und ja, was soll ich sagen, die Bücher werden ja auch immer dicker und dicker. Man sieht sie ja, da ist ja der erste, der zweite und der dritte. Also sie werden wirklich von Band zu Band immer dicker. Und das ist jetzt das spannende Finale gewesen. Und ja, ich bin mega happy, dass ich diese Reihe gelesen habe. Ich bin mega zufrieden mit dem Ende und ja, mega begeistert gewesen. Dann habe ich Warrior Cats, die zweite Staffel, den ersten Band gelesen und es hat 3,5 Sterne wieder von mir bekommen mit 337 Seiten. Das ist so eine Reihe für zwischendurch, finde ich die ganz okay. Aber ja. Und Katzen. Also es dreht sich halt in der Reihe alles um Katzen und Katzen sind unsere Hauptprotagonisten und Katzen führen sozusagen auch Gespräche miteinander. Und dann habe ich noch eine Reihe fortgesetzt, nämlich Wo die Nacht beginnt. Ja, der zweite Band ist das mit 790 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Ja, es ist ja, also ich finde die Reihe so an sich ganz toll und faszinierend. Der Schreibstil ist leicht und locker. Aber was halt so mein Problem ist, dass es halt wirklich alles sehr ausführlich geschrieben ist. Einige Sachen finde ich ganz toll, dass die ausführlich beschrieben werden, aber ja, das ist fast alles, also eigentlich alles sehr ausführlich geschrieben. Und einige Stellen, finde ich, könnte man schon kürzen. Und ja, deswegen nur 4 Sterne. Aber von der Thematik finde ich es halt wirklich sehr toll. Hier geht es ja um eine Debbie. Debbie hieß die, oder? Nee, Diana. Achso, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich auf Debbie komme. Diana ist eine Hexe und Matthew ist ein Vampir. Und ja, und beide kommen sich halt im ersten Band, begegnen sie sich, lernen sich kennen und haben dann halt ein Ziel, nämlich dieses komische Buch da zu finden, beziehungsweise ja zu entschlüsseln. Und Matthew hilft ja dann Diana auch ihre Kräfte irgendwie in Gang zu setzen. Und ja, also eine sehr, sehr, sehr tolle Geschichte. Es ist spannend und ja, gefällt mir sehr gut. Hier im zweiten Band passieren natürlich dann noch andere Sachen, die halt im Ende des ersten Bandes auftauchen. Und ja, den ersten Band habe ich leider nur als Taschenbuch, wenn man es hier sehen kann. Ne, hier. Hier. Und ja, die anderen zwei und drei habe ich als Hardcover. Ja, ich habe jetzt auch nur noch das spannende Finale mit der Reihe vor mir und dann
habe ich wieder eine Reihe beendet. Ja, und das waren meine 13 Bücher. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich habe natürlich wie immer die ganzen Bücher in der Infobox für euch verlinkt. Ihr könnt ihr auch gerne nochmal bei Amazon nachschauen und gucken, ob euch ein Buch anspricht oder nicht. Oder halt noch andere Bewertungen. Die Klapptexte könnt ihr euch durchlesen, wie ihr wollt. Und ich lese euch natürlich nicht vor, da ja, das Ganze ja spoilerfrei ablaufen soll. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!